herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog bei mir auf dem Kanal. Heute werde ich zum ersten Mal Paintball spielen. Ich habe richtig Bock drauf. Das Geile ist ja, ich habe das verbunden mit einem Junggesellenabschied von meinem lieben Freund Nino. Der sieht übrigens aus wie ein kleiner italienischer Mafiosi. Das werdet ihr gleich sehen. Aber nicht nur er sieht aus wie ein kleiner italienischer Mafiosi, sondern seine ganzen Freunde auch, Freunde. Deswegen habe ich mir extra so einen kleinen Bart stehen lassen. Damit ich ein bisschen aussehe wie Italiener und mich ein bisschen beanpasse. Das wird eine Katastrophe. Ich hoffe nicht, dass ihr das Video sehen, sonst kriege ich richtig Ärger. Oh shit. Naja, heute werden wir auf jeden Fall Paintball spielen. Das Geile ist ja, dass der Nino nicht weiß. Der glaubt, dass wir irgendwie Quad fahren gehen oder was weiß ich. Die Jungs wollten die ganze Zeit Paintball spielen, aber das, wie ihr wisst, Paintball ist ziemlich teuer. Deswegen habe ich direkt den Veranstalter angeschrieben, ob wir das nicht vielleicht umsonst bekommen könnten. Da würde ich meine Kamera mitbringen. Und er hat natürlich ja gesagt. Deswegen vielen, vielen Dank an Arne von playpaintball.de. Das Gelände vor Ort ist richtig groß. Die haben verschiedene Themen, also zum Beispiel Dschungel, Lost City und keine Ahnung. Die haben, glaube ich, auch sogar neue Sachen aufgebaut. Da bin ich sehr gespannt, das Ganze zu filmen. Das ist eigentlich ein Junggesellenabschied, deswegen weiß ich nicht, wie lange ich tatsächlich mit der Kamera unterwegs sein werde. Auf jeden Fall Paintball werdet ihr mitbekommen. Vielleicht Essen danach und danach, was wir danach machen. Das darf ich, glaube ich, leider nicht filmen. Ach übrigens, ich habe noch ein kleines Geschenk für den Lino. Ich habe tatsächlich original Moonshine. Freunde, Alkohol trinken ist nicht gut. Bitte nicht machen. So sieht das aus. Wir verschiedenen. Wir haben einmal Bitterrose, Original Bratapfel. Ich habe original schon probiert. Der war mir deutlich zu stark. Aber Bratapfel und Nuss, der war richtig gut. Das sind hier die Shotgläser. Richtig krass. Aber ich möchte keine Werbung für Alkohol machen, Freunde. Das ist wirklich nur für den Junggesellenabschied. Und ich glaube, ich nehme noch ein bisschen Raubgebrause, Freunde. Damit kann man das ein bisschen mischen. Das ist halt so. Ja. Ah, ihr wisst ja, auf Junggesellenabschied wird einfach getrunken, das ist einfach so. Aber wie gesagt, Alkohol ist scheiße, Freunde, das solltet ihr nicht machen. Gerade hier unter 18 Jahren, auf keinen Fall. So, Freunde, die Jungs sind da. Guckt euch diese Gangster an. Wo seid ihr ausgebüxt? Runter da. Oh, shit. Warte, so. Also erstmal für den Anfang ein bisschen Raub die Brause, bitteschön. Muss was tragen, ne? Ja. Und das ist für dich, Nino? Oh. Das ist dein... Dein Whisky. Gutschein, für später. Du weißt, machst du kaputt, mach ich dich kaputt. Scheiße, Mann, die Bullen, die Bullen! Komm! Ich lauf schon mal vor! Freunde, so sieht der Bus harmlos aus, ne? Aber guckt euch diese Leute an, guckt euch diese... Guckt euch diese Leute an, ob ich hier... Okay, ist wieder zu! So, wir machen das so, ne, Freunde? Ja. Wir stellen uns alle vor wie in der Schule. Okay. So, das ist heute unser Fahrer. Heute Abend auch. Der Ötzi, hallo. Oh, hier, Nebelmaschine haben wir auch. Die heißt Toni! Yeah. Nebelmaschine, gib mehr Dampf, mehr Dampf! Alter, ich komme mit T-Shirts und Paypal-Event. Es wird gleich so wehtun, ich weiß es jetzt schon. So, Freunde, es wird erstmal unterschrieben, dass die für nichts haften, wenn wir uns verletzen hier. So groß ist das Ganze hier. So, Freunde, Todesurteil unterschreiben bitte. Alle. Einmal alle unterschreiben. So, hier. 7 Waschmaschinen bitte. Nee, wir guck mal eben, ob wir alle bestellt haben, ja. Okay. 2, 3. Also, Freunde, gleich geht's los. Ja, ich glaube, bevor wir zocken können, gibt's erstmal eine Anweisung für alle Mann. Jetzt einmal unser Einweisungsvideo angucken, dauert ungefähr 10 Minuten, erklärt euch alles, was wichtig ist im Paintball. Auf jeden Fall ernst nehmen, geht um eure Sicherheit. Ja, Paintball kann auch gefährlich werden, deswegen auf jeden Fall ernst nehmen. Nach der Einweisung werde ich... So, was hast du denn hier mitgebracht? Das sind Rauchgranaten. Ja. Ihr zieht einmal den Stöpsel ab, ja, dann habt ihr hier den Ring. Zieht den einmal zur Seite weg, nicht nach oben, weil sonst zündet die wahrscheinlich nicht. Boah, guck mal das an, ey. Das sind so Paintgranaten. Ja. Einmal auch genau den Stöpsel abziehen und wie bei einer Streichholzschachtel dran reiben und wegschmeißen. Ja, nicht in der Hand halten, weil Böller-Effekt, ja. Hände, Böller ist nicht so gut. Du bist der Einzige in Grün, ne? Du weißt, was passiert. Du wirst ja, am meisten abgeballert, ey. Ist egal. Baba, baba, baba. Ich nehme gerne die Herausforderung an. Ihr seid richtige Gangster, ne? Habt ihr schon mal Paintball gespielt? Ja. Echt? Du hast schon mal? Ja. Die meisten Leute, ne, gehen da hin und sagen so, ja geil, wir schießen und stehen hinter der Decke und haben Schiss. Nee, warum also, sowas nicht? Warum? Ja, ne? Ich hab da so ein Ziel. Das ist meine Freunde. Ich bin richtig gespannt. Ist richtig echt aus? Und ist verdammt schwer. Was los? Das ist 3. Ich seh das nicht. Ich hab nur hast du das Video nicht gesehen? So, Freunde, wir gehen durch den Tunnel. Des Todes.
Also meine Herren, zwei Gruppen, eine geht rüber, eine bleibt hier. Startpunkte sind immer zwischen den beiden Tonnen an so einer Palette, wo Kunstrasen drüber gespannt ist, ja? Okay. Ich zähle das Spiel an und sage auch Game Over. Wir machen diese Zeitrunde, heißt also, wenn ihr getroffen werdet, einmal zurück zur Base laufen, anschlagen und wieder weiterspielen, okay? Und wie ist der erste Eindruck? Hammer! Komm, warte einmal! Was ist das denn? Schieß nochmal! Aber Hauptsache. Warte mal, guck mal auf deine Barzahl! Ne, ist eure 3. So, jetzt. Abstehen. Der uns das alles hier besorgt hat, und jetzt wird uns ein bisschen erzählt zu seiner Anlage. Du hast nicht nur eine Anlage, sondern? Wir haben zwei Anlagen. Wir haben noch eine südlich von Köln, und das ist jetzt unsere Anlage in München-Gladbach. Ist über 10.000 Quadratmeter groß. Wir haben jetzt gerade hier links ein Turnierspielfeld, wo die Verbandsliga stattfindet, und hinten sind dann vier Spielfelder mit einem Trailerpark, mit einem Original JVA-Bus, einer Brücke, die man erobern kann, wo Betriebsausflüge, Junggesellenabschiede, das ist das, was Abschlussfahrten Sie gerade machen und so weiter, alle stattfinden. Genau, ihr macht heute auch einen Junggesellenabschied. Also das ist für Junggesellenabschiede genau das Richtige, weil der Junggeselle, der kriegt so einen schönen Hasenkostüm drauf, genau. Ne? Und dann alle auf den drauf, das macht richtig Laune. Ich habe jetzt schon zwei bespielt, nachher will ich noch ein DPL, spiele ich mit einem DPL-Team, das wird richtig übel, die werden mich richtig, genau. Ihr wisst Bescheid, was passiert mit Anfängern. Aber ist egal, ihr wisst ja, ich lerne ziemlich schnell und ich bin sehr gespannt. Wie heißt die Teams, die ich gleich zocke? Mit den Grim Reapers und mit Enrage. Und die wissen auch, was sie sich einlassen. Genau. Wir haben auch ein Bundesliga-Team, das heißt, da sind erfahrene Spieler dabei. Das ist hier der Verbandsliga-Kader. Ja. Aber hier, das ist das, wo jeder, der noch nie Paintball gespielt hat, hinkommen kann. Ja. Kriegt die komplette Verleihausrüstung, kann sich Rauchgranaten, Farbgranaten holen. Wir haben auch so Action-Markierer, die dann etwas martialischer aussehen. Jeder, der hier hinkommt, kann auf allen Spielfeldern spielen, bekommt eine Einweisung, betreut man den ganzen Tag, die komplette Ausrüstung, die man fürs Paintball-Spielen braucht, und kann dann hier mit seiner Gruppe Action machen. Und das Wichtigste in diesem Park, soll ich mal zeigen, bei diesem Wetter, das Ding, Leute, das ist der Oberhammer. Ohne das geht's nicht. So Leute, wir sind hier in der Hauptzentrale. Von hier aus kommt man überall aufs Gelände. Wir haben hier einmal Bang Bus, Hill, Woodland und Bridge. Arne, was ist dein Lieblings? Natürlich Hill, das wird jetzt umbenannt in Trailer Park. Da haben wir eine komplette Kommandozentrale, richtige Duschräume. Ja. Halt versucht, so ein Outback nachzubauen, wo sich Leute vor Zombies geschützt haben, was ja auch der Thema von Lost City allgemein ist. Auf Bang Bus haben wir ein Original JVA-Bus, Linienbus, Trucks und so weiter. Ist also viel mit Fahrzeugen gemacht. Bridge, wie der Name schon sagt, geht es darum, eine Brücke, die beim Fluss ist, einzunehmen. Und Woodland ist das einzige Feld, wo wir halt viel auf Bäume und sowas drauf haben. Okay. Und mal so ein bisschen Ball spielen. Und es gibt dann natürlich noch die Paintball-Liga. Das da hinten ist ein richtiges Feld, wo die Leute, die ganzen Profis da mitmachen können. Wir haben natürlich auch noch ein Turniermaß, ein Original Millennium-Maß. Ja. Das richtet sich nach der Champions League. Und da wird die Deutsche Paintball-Liga ausgetragen. Wir haben hier die Bezirksliga, drei Landesligen und die Verbandsliga. Das ist aber nur an bestimmten Wochenenden und separat. Also auch ein Verleihspieler kann auf das Feld mal drauf und muss ja nicht gegen Turnierspieler so spielen, sondern die können unter sich spielen. Okay, super. Ihr seht, ne, ihr könnt als Anfänger und als auch Profi hier richtig geil zocken. Einfach auf playpaintball.de, richtig gesagt. Ne? Genau. Da könnt ihr zwischen zwei Dinger aussuchen. Richtig geil. Also ich hatte schon richtig Spaß und jetzt geht's weiter. Aber wie gesagt, gleich mit den Profis, dann kriege ich richtig meinen Arsch versohlt. Da freue ich mich drauf. So, meine Freunde, jetzt sehe ich mich schon komplett angezogen. Mit dem Team Enrage geht jetzt ab. Ich spiele mit den Profis, Freunde. Das wird richtig geil. Ich glaube, ich überlebe genau 2 Sekunden. Los, richtig.
Sie! Langsam vor, mal. Verdeckung vor. Jetzt gehst du hier in die Ecke rein. In die nächste Deckung vor, sich mal vor. Immer gucken, wo er ist. Links ist er. Achtung, links. Hit. Diesmal ganz schnell hintereinander. So Freunde, wir sind jetzt hier fertig. Ich bin richtig kaputt. Also gegen die Profis zu spielen war echt geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Bei World of One habe ich sogar zweimal gewonnen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, der hat nur halb Power gemacht. Also war richtig cool. Vielen Dank nochmal ans Team. Vielen Dank nochmal an Arne. Und jetzt geht es weiter mit unserem Junggesellenabschied. Ich freue mich. Mal gucken, wo wir hingehen. Und wie sieht's aus? Kaputt? Kaputt. Kaputt. Richtig im Arsch. Überall blaue Flecken, aber ich will sie jetzt nicht zeigen. Ich bin kaputt, tot. Hast du blaue Flecken? Ich hab sogar Farbe gefressen. Warte mal. Oh, nee. Wer war das? Ich. Du. Nee, ich war das. So Freunde, wir haben uns jetzt umgezogen, wir haben schön hier gebadet, hier im Schwimmbad hier nebenan. Jetzt sind wir schön frisch, jetzt können wir schön was lecker was essen und lassen den Abend ausklingen, Freunde. Das war richtig geil.